bevor das Video losgeht, ich habe es vergessen zu sagen, geht jetzt auf mein Instagram, lasst einen Follower da. Ich bin kurz vor den 10.000, ich würde mich riesig freuen, auf Instagram die 10.000 voll machen können. Doch sind nur noch 80 Follower. Rein! Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal, meine Damen und Herren. Heute mal wieder ein wildes Video am Start. Ich muss direkt sagen, ich habe sehr, sehr wenig geschlafen, wirklich in letzter Zeit. Schlafrhythmus ein bisschen. 4 Uhr irgendwas pennen gegangen. Ah, das ist meine Mutter. Cringe. Video, cringe. Alter. Ich bin erst sehr, sehr spät schlafen gegangen, das heißt, ich hatte wenig Schlaf und deswegen entschuldigt meine Augenringe oder was weiß ich. Ich fühle mich auch wieder 4 von 10 heute. Ja. So, das dazu. Heute ein Video, wo ich mehrere Themen noch anzusprechen habe und noch ein kleines Unboxing habe, meine Damen und Herren. Unter anderem soll es heute nochmal um ein paar Sachen gehen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Darauf werde ich auf jeden Fall nochmal eingehen. Aber zuvor wollte ich euch nochmal eben ein kleines LPU zeigen. Welches ich allerdings gestern im Livestream auch schon gezeigt gehabt habe. Deswegen, auch ganz wichtig, Freunde, schreibt mal gerne in die Kommentare. Habt ihr vielleicht Bock, dass ich, weil ich habe einige Sachen bestellt jetzt in der letzten Zeit und die trudeln jetzt alle die Woche rein. Habt ihr Bock, dass ich einfach zu diesen Sachen immer jeweils so kleine Videos mache? Oder soll ich am Ende der Woche wirklich ein großes Video machen über alles? Aber dann kann es sein, dass ich es halt noch ein bisschen verzögere, ne? Schreibt es in die Kommis. Und zwar bin ich nämlich vergangenen, boah, ich weiß nicht mehr wann es war, auf jeden Fall morgens um 7.30 Uhr aufgestanden, habe den Stream bei Twitch angehauen und habe mir nämlich den neuen Yeezy gekauft, Freunde. Hier könnt ihr einmal die Box sehen. Ihr seht wahrscheinlich schon, what the fuck, dude, looks pretty weird. Richtig, Freunde, und zwar ist es nicht ein Yeezy V2 Boost Runner, schieß mich tot, den gefühlt jeder hat und der, wo sie alle nicht mehr weit vom Stamm fallen. Sondern es sind nämlich die neuen Modelle, die rausgekommen sind. Ich glaube, die sind in Europa jetzt rausgekommen, in Amerika oder in den Staaten, was weiß ich. Also Freunde, wie gesagt, das ist einmal der Yeezy Slide. Viele, verstehe ich auch, sagen, der ist todeshässlich. Also wirklich mega hässlich. Aber dazu muss ich sagen, die haben den dann noch nie in Real Life gesehen. Also ich dachte auch erstmal wirklich aggressiv hässlicher Schuh, Bock gar nicht. Aber ich muss sagen, wenn er jetzt so ankommt, das ist ein Hammerteil. Das ist wirklich ein Hammerteil. Für mich persönlich auch bisher die besten Slides, die ich je hatte. Ich habe alles schon durch, die ganzen Adidas, Nike-Latschen, Gucci-Slides, was weiß ich für Slides. Nächste Woche kommen jetzt auch noch Palm Angels-Slides an. Aber das ist wirklich, glaube ich, der beste. Also no joke. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber der ist auch so... Ja, der besteht halt nur aus Gummi, aber aus so weichen Gummi. Jetzt nicht so ein Wack-Gummi, sondern so ein weichen Gummi. Und das macht den halt todesbequem. Ich habe den jetzt in der Größe 44,5. Ich trage auch normalerweise 44,5. Aber der ist tatsächlich ein bisschen kleiner. Und ja, der hat wirklich keine Details. Also das ist die Sohle. Ich war jetzt gestern schon mit dem spazieren draußen. Dann hat er hier noch dieses kleine Adidas-Logo eingestanzt. Das auf jeden Fall zu den Yeezy Slides, Freunde. Die haben gekostet 54,90, glaube ich. Weirder Preis auf jeden Fall. Viele haben gesagt, viel zu teuer. Viele haben gesagt, es geht voll. Und ich bin auch eher einer der Gruppe, der sagt, das geht voll. Weil wenn letztendlich für Gucci Slides und für Palm Angels Slides zahlen wir weitaus über 100 Euro. Und bei den Yeezy Slides sind wir dabei 50 Euro. Ich finde, das geht fit. Die sind bequem, die haben eine nice Quali. Kann man sich nicht beschweren, gell? Freunde, das jetzt soweit zu den Yeezys. Ich habe jetzt noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Und zwar folgendes Ding. Einige hatten mich nämlich auch schon gefragt via Instagram, was ich eigentlich so an meinem Geburtstag mache. Weil ich habe Montag, also morgen jetzt von euch aus gesehen, Geburtstag, werde halt 18 Jahre alt. Und ich werde halt 18 in der Quarantäne. Mega nice. Nee, also ist halt ein völliger Lost-Geburtstag. Deswegen habe ich mir was Kleines überlegt. So klar, Family und ein paar Freunde werden auch irgendwie rumkommen, aber halt wirklich auch nur vereinzelt irgendwie. Wir werden jetzt nicht eine große Feier schmeißen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Hätte ich mir auch anders vorgestellt, aber was will man machen in der korrekten Zeit. Deswegen, Freunde, habe ich mir überlegt, werde ich am 20.04., das heißt, es ist der Montag, um 21.30 Uhr live auf Twitch gehen. Einfach ein bisschen chillen, einfach ein bisschen mit euch den Abend genießen, halt per PC, einfach im Stream, per Chat. Weil es ja wirklich anders nicht möglich ist. Klar, ich werde den ganzen Tag mit meiner Familie verbringen. Wir werden was essen, schönes zu Hause. Wir werden ein bisschen frühstücken, blabli, blablub. Aber ansonsten geht halt nicht viel bei mir. Einige hatten gefragt, jo, machst du eine Corona-Party? Leute, die Corona-Partys machen, ihr seid einfach wirklich, no joke, mies hängen geblieben. So, also wirklich mies hängen geblieben. Da wollte ich noch ganz kurz sagen, Freunde, ein bisschen in eigener Sache, wirklich auf dem Kavi Kylo Twitch-Kanal, der unten der erste Link in der Beschreibung ist, Everyday Content. Ja, jeden Tag kommt da ein Video an. Das heißt, solltet ihr da noch nicht folgen, dann geht gerne unten auf den ersten Link, folgt dem Kanal und schaut euch die Videos an. Die sind nämlich sehr, sehr nice und sehr, sehr unterhaltsam. Meines Erachtens nach. Und ja,
So, jetzt zum letzten Thema, was mich wirklich irgendwie ein bisschen genervt hat und was ich auch irgendwie ein bisschen mies unnötig fand. Und zwar ist es das Thema mit Maximilian. Und ich sage euch jetzt, wie es ist. Wenn das jetzt falsch ausgesprochen war, dann ist das verdammt nochmal so. Also es ist mir wirklich bis zum Hals gegangen. Also ich muss sagen, ich habe letztes Mal normal die Streams geguckt und Maximilian hat öfter mal einfach auf meine Videos reagiert, was ich sehr nice finde, was ich sehr cool finde und auch halt sehr unterhaltsam finde. Und ich glaube, er fand es auch teilweise unterhaltsam. Aber eine Sache hat ihn immer wieder abgefuckt, dass ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe. Und ich sage euch direkt, wie es ist. Es war nie meine Absicht, seinen Namen bewusst falsch auszusprechen. Ja, sage ich euch direkt, wie es ist. Auch wenn er mir öfter mal auch privat gesagt hat, yo, er wird Maximilian ausgesprochen. Wie gesagt, wenn das jetzt falsch ist, don't judge me, sorry. Und ich habe halt oft Maximilian und sowas gesagt. Und da muss ich eine Sache sagen, was ich ein bisschen wack fand. Und zwar hat mir jemand einen Clip geschickt, als ich live war, dass Maximilian irgendwie wieder auf ein Video von mir reagiert hatte, wo ich aber seinen Namen wieder falsch ausgesprochen habe. Und dann hat er schnurstracks gesagt, so, mir reicht's, wir reagieren auf kein weiteres Video mehr. Mir geht's auf den Sack. Er hat's mir schon privat gesagt und er findet's nicht mehr witzig und er lässt sich von mir mäßig nicht verarschen. Ja, muss ich sagen, ich mache es nicht extra. Also, ich bin jetzt niemand, der irgendwie den Namen falsch ausspricht, um irgendwie eine Witzfigur zu sein oder sowas. Auf keinen Fall. Ja, ich träge alle, kann ich. Deswegen dazu ganz schnell nochmal, ich habe nie irgendwie bewusst seinen Namen falsch ausgesprochen. No joke. Und wenn ich es irgendwann mal wieder nicht hinbekommen sollte, dann tut's mir leid. Ich muss Real Talk sagen, ich finde es ein bisschen wack, einfach dann so rauszuhauen. So, ja, wir reagieren jetzt nie wieder auf ein Video. Ich bin ehrlich zu euch, ich fand es immer nice, wenn Maximilian darauf reagiert hat. Mich hat's enjoyed so, aber wenn er es jetzt nicht mehr macht, dann ist es so. Dann kann ich da auch nichts gegen machen. Das soll es soweit mit dem kurzen Video gewesen sein. Wie gesagt, merkt euch ein, zwei Daten. Montag, 21.30 Uhr, wilder Geburtstagsstream. Und, ganz wichtig, voll vergessen. Wobei, das hau ich in den Anfang rein. Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß noch bei dem regnerischen Wetter. Heide Jalas. Ciao, ciao.